Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute was Neues von der DayZ Standalone, Star Citizen und The Elder Scrolls Online. Mehr dazu nach dem Intro. Ja, diese Woche ist die Woche der Release, jedenfalls was meinen Kanal betrifft. Am Dienstag startet endlich der neue Kanal Admiral Skummer, wo ich Weltraumspiele hochladen werde. Link in der Beschreibung. Und am Montag kommen die neuen DayZ-Abenteuer mit Blackbook. Ich hatte mich entschieden, das jetzt doch früher zu machen. Ich wollte an sich noch eine Woche warten, aber am Montag kommt schon die erste Folge mit DayZ-Epoch mit Blackbook. Und freut euch drauf, das wird toll. Es wird toll. Es hat Spaß gemacht aufzunehmen und alles. Freut euch drauf. Und wir fangen an mit den News und zwar zu Star Citizen. Das Dogfighter-Modul hat einen ungefähren Release-Termin bekommen. Und zwar hat Chris Roberts angekündigt, dass es in 2 Wochen soweit sein wird. Die News war von Anfang der Woche, das heißt, ne, rechnet's euch aus. Jedenfalls war die Rede von 2 bis 3 Wochen. Ja, das heißt, es kann nicht mehr lange dauern. Ich hoffe, es wird bis dahin nicht nochmal verschoben. So viel dazu und ich freue mich sehr drauf. Und dann kommen natürlich auch Videos auf Admiral Skummer dazu. Ja, kommen wir zu The Elder Scrolls Online. Und zwar haben am Freitag alle Spieler 5 Tage Spielzeit dazu bekommen. Das haben sie wohl deswegen gemacht, weil es am Anfang so viele Probleme gab. Und finde ich eine coole Aktion, dass sie das machen. 5 Tage mehr, yay, ist doch cool. Und außerdem wurden neue Features bekannt gegeben, die im nächsten Patch dazukommen sollen. Die fand ich auch teilweise sehr interessant. Zum Beispiel ein Rechtssystem, was bei Diebstahl oder Töten von Nicht-Spieler-Charakteren Konsequenzen nach sich ziehen kann. Das bedeutet, wenn man erwischt wird, dann gibt es einen auf den Deckel. Ne? Also wie es halt auch bei Oblivion oder Skyrim der Fall war. Dann auch noch Färben und Tönen von Ausrüstung, verbesserte Möglichkeit, Gegenstände der Welt aufzusammeln, eine verbesserte Gruppensuche, bessere Gesichtsanimationen von NPCs, ein PvP-Verlies in der Kaiserstadt, Errungenschaften für das Wiederholen von Verliesen, ein System, das es Spielern in Gruppen ermöglicht, einander zu sehen, auch wenn sie sich in verschiedenen Phasen befinden, und noch vieles mehr. Ich denke, auf den Patch kann man sich freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob es irgendwelche Features gibt, die euch fehlen oder die ihr gerne haben würdet. Oder vielleicht kommen sie ja sogar vor. Und ja, die kompletten Patch Notes findet ihr in der Beschreibung. Ja, dann kommen wir abschließend zu der DayZ Standalone. Und zwar hat Dean Hall auf Facebook jetzt einen knappen Einblick auf die Verkaufszahlen von der DayZ Standalone gegeben. Und zwar wurden schon ungefähr 2 Millionen Exemplare auf Steam verkauft. Das ist natürlich eine große Zahl, wenn man sich überlegt, dass das ja früher nur eine Mod war. Aber ich weiß noch, in der Mod-Phase waren es auch schon, glaube ich, 1 Million. Also die haben auch schon 1 Million Downloads jedenfalls, also Arma 2 Verkäufe damit erzielen können. Trotzdem eine coole Sache, dass die Standalone jetzt schon so erfolgreich ist, wobei es ja irgendwie zu erwarten war, aber trotzdem, ich freue mich auf jeden Fall für das Spiel und ich hoffe, dass sie gut was mit dem Geld anfangen, aber danach sieht es auch aus, denn im Mai kommt da wieder das nächstgrößere Update, das Mai-Update, da kommt dann das Jagd-Feature, worauf wir schon lange warten. Außerdem arbeiten Bohemian Interactive gerade an so Sachen wie Kollisionsabfrage für die KI der Zombies, außerdem nach einem neuen Wegfindungssystem. Außerdem sollen noch so Features reinkommen wie authentischere Zombies, die halt die Zombies nach medizinischem Personal in Krankenhäusern oder nach Feuerwehrleuten in Feuerwehrwachen aussehen lässt und sowas. Das ist alles ein bisschen authentischer, ist halt besser geordnet. Die Zombies gehören in diesen Bereich des Spiels und so weiter. Auf jeden Fall coole Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Features und könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auf welche Features ihr euch im nächsten Mai-Update freut. Oder ob ihr eher auf das Star Citizen Dogfighting-Modul oder auf The Elder Scrolls Online abfahrt. Kann ja auch sein. Und ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten freut euch auf die morgige Folge mit Blackbook. Da geht's dann halt wieder endlich richtig los, wie früher. Wir bauen uns was auf. Das heißt, wir fangen von der Küste an. Und ich muss dazu wirklich sagen, es hat wirklich sau Spaß gemacht aufzunehmen. Und ich glaube, das hört man auch raus. Freut euch auf jeden Fall drauf. Und am Dienstag kommt dann das erste Video auf Admiral Skummer. Ja, das war's soweit mit den News und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt oder mir einen Hashtag DayZ Standalone, Hashtag Star Citizen oder Hashtag The Elder Scrolls Online oder Teso in den Kommentaren hinterlasst, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen und ja, ich gehe jetzt pennen. Wir haben 4 Uhr nachts, ich bin müde und ich würde sagen, haut rein, lasst knacken und noch einen schönen Restsonntag. Ciao.